Ja, guten Morgen. Wir haben Montag. Ja, 9 Uhr. Und eigentlich wäre ich schon längst weg, aber der Termin heute Morgen wurde verschoben. So konnte ich ein bisschen länger schlafen. Ja. Dann fahre ich jetzt mal aufsatteln. Und dann geht es ja zu Hella, nach Erwitte und die Kiste geht nach Hamburg, die Leerkiste. Aber wo in Hamburg, steht noch nicht genau fest. Ich schätze mal, das erfahre ich irgendwann so in den nächsten 2 Stunden. Ja, so. Dann wollen wir mal los. Ja, es ist etwas neblig. Das hat heute Nacht aber auch geschüttet. Ja. Auf dass das Unkraut jetzt sprießt. Ach so. Jetzt haben sie die Baustellenführung hier verändert. Die war mal zweispurig. Jetzt ist sie einspurig. Ja. Und wenn es nur einspurig wird, ist klar, ne? Das kennen wir ja. Bisschen aufgehalten, gute 3 Stunden, und dann war ja noch gar nicht klar, wo die Leerbüchse hingeht in Hamburg, und ich bin jetzt schon auf der A7. Ja, erst hieß es zu Progeco, dann hat Progeco das abgelehnt, weil nicht von der Reederei angemeldet. Dann sollte er ins Bukai, also in Bummelkai. CTB? Nein, also die nehmen wir nicht mehr an. Wir haben schon genügend von denen. Ja. Jetzt geht er endgültig zu Remain. Und da fahre ich dann, Anschlusstour habe ich nämlich auch. Von da fahre ich von Remain ins CTB. Mit Slot um 18 Uhr. Und Ankunft bei Remain irgendwas so 16.40 Uhr. Also habe ich ein bisschen Puffer. Und da hole ich beim CDB einen 40-Fuß-Container für eine Firma in Lotte ab bei Osnabrück. Ja, für morgen früh 8 Uhr. Und das heißt, mein Ziel. Ja, nach Möglichkeit irgendwie Dammerberge. Dass ich da dann um diese Uhrzeit vielleicht mal was kriege. Ja. Und die Leerbüchse geht dann von Lotte aus nach Bremen zu DCP. Oh, es tut sich ja hier sogar was auf der Baustelle. Wahnsinn. Fräsen. Ja. Ja, gucken, ob sie auch 2 Jahre für brauchen. Jetzt gar nicht aufs Schild geguckt. Normalerweise steht da immer irgendwo ein Schild, wo das draufsteht. Kann man da blanko so ungefähr ein halbes Jahr drauf rechnen. Ach, ist das schön zu lästern.
Ja, meiner ist auch schon runter. Auf was wartest du jetzt hier? So, Weste aus. Ja, siehst du, ich habe das immer noch nicht geschafft, mal wieder mit dem Laptop hier dran zu gehen. So, Remain abgegeben. Sie links ab, Dradenauer Deichweg. Das heißt, ich werde jetzt Trick 17 machen, mich hier hinstellen. Meine Pause voll machen. Am schönen Ocean Gate. Nach 80 Metern biegen Sie rechts ab. Sicher. Klar. Im Leben nicht. Jetzt mal ordnungsgemäß hier hinstellen, ne? So wie sich das gehört. Ach, ist das schick. Pause. Ja, guten Morgen. Wir haben Dienstag, 6.50 Uhr. Ja. So, gutes Stündchen noch, dann bin ich beim Kunden. Und ja, bis Wildeshausen bin ich gekommen. Weiter bin ich dann auch nicht mehr gefahren. Hab hier am Rand noch was gekriegt und gut ist. Ja. Leerkiste geht ja nach Bremen zu DCP. Gestern nochmal mein Anmeldewisch da rausgesucht und ja, der ist noch bis zum 1.9. ist der gültig. Brauche ich also erst danach nochmal neu machen zu müssen. Ja, da musst du dann immer so eine Sicherheitsbelehrung machen. Naja. Ja, wollen wir gleich mal. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach Bremen zur DCP. Nachdem ich ja pünktlich um 8 Uhr bei der Firma war. Ja, wir haben jetzt 15.18 Uhr und ich bin vor 7 Minuten dort losgefahren. Da weiß man Bescheid, ne? Naja, 1146 Packstücke als Handpacker. Ja, aber nur zu zweit. Und dann haben sie zwei Container zur selben Uhrzeit bestellt. Das heißt, die haben erstmal den anderen leer gemacht. Da war ein bisschen weniger drin, das ging ein bisschen schneller. Und danach kam ich da mal dran. Ja, und so kommen wir eben über 7 Stunden zusammen. Bekloppt. Naja, pünktlich bei DCP komme ich noch an. Die machen um 18 Uhr zu. Um kurz vor 5 soll ich da sein. Dann geben wir die Büchse da mal ab. Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen, was sie sich da zurecht basteln. Basti ist ja immer noch diese Woche im Urlaub. Und ich glaube, Montag und Dienstag nächste Woche auch noch. Weil, naja, langsam aber sicher kriege ich bei den beiden, die das da im Moment machen, echt einen Anfall. Ja, ich bin schon bei DCP, bin schon drin, angemeldet. Jetzt muss ich zum Checker. In meiner tollen DCP-App habe ich mich auch schon gefunden. Da taucht man mit Kennzeichen auf. Ja. Ach, man muss wieder selber aufmachen, sehe ich gerade. Ja, das hat ja was. Ach ja. Wie überall
bis ans andere Ende der Welt. Ja, Anschluss habe ich auch schon. Ich fahre gleich das Chassis zusammen und dann fahre ich nach Wilhelmshaven. Vorausgesetzt, ich schaffe das überhaupt noch in meiner Schichtzeit. Und da hole ich einen ab, ein 40er. Ach, drehen wir hinten. Und der soll nach Dornstadt. Ja, mal eben. Liefertermin morgen 8 Uhr. Ja. Und, naja, dann sagte er schon, also sie hätten ihn gerne bis 15 Uhr. Sie seien aber auch bis 18 Uhr da. Und daraufhin sagte ich nur, dann bin ich aber froh, weil die Kiste soll zusammen 24,2 wiegen. Also komme ich auf 37 Tonnen Gesamtgewicht. Und ja, da habe ich dann gesagt, ich hoffe, dass sie auch am Donnerstagmorgen um 8 Uhr da sind. Ja. Aber das kriegt er nachher mitgeteilt oder morgen früh. Weil mit der schweren Büchse da runter. Oh, ich habe die Büchse hinten ja schon los. Nehmen wir die 11, würde ich jetzt mal so behaupten. Zack. Ja, da wären wir mal wieder in Wilhelmshaven. Da liegt sogar ein riesiger. Kommt keiner? Nein. Bin mal gespannt, wie voll das da ist. Das sieht nicht ganz so voll aus. Aber das kann noch täuschen. Warten wir mal ab. Ach du Scheiße, das ist doch voll. Ach, egal, fahren wir mal rein. Guten Morgen, wir haben Mittwoch, 8.25 Uhr. Ja, das war gestern eine verdammt enge Kiste geworden. Und hier direkt neben dem Terminal, 400-500 Meter weiter, ist hier ein riesiger Parkplatz. Die Hälfte davon ist zwar abgesperrt, warum weiß keiner, aber
Hier habe ich dann so quer noch was gekriegt. Und ja, so mit ein paar Minuten vor Schichtzeitende. Ja, dann habe ich schon Dispo angeschrieben, gestern Abend schon. Und habe gesagt, das mit heute bis 15 Uhr, das könnt ihr mal gepflegt vergessen. Wenn, dann tauche ich da morgen in Dornstadt gegen 8 Uhr morgen früh auf. Ja, und dann kam heute Morgen, kam dann die Rückmeldung, ja, ist okay, gebe ich weiter. Ja. Ja, mal gucken, bis wohin ich heute komme. Schauen wir mal. Jetzt mal 4 Stunden runter, Pause machen. Und dann nochmal so um die, ja, nochmal so 3,5 Stunden runter und dann eine Schicht im Schacht. Halten Sie sich links, Straße von Malacca. Straße von Malacca. Nee, Malacca. M-A-L-A-K-K-A. Malacca. Aha. Ja, Audis ohne Ende hier. Ach, nehmen wir die. Was ist das denn für ein Blödsinn hier? Ach, was soll's. Am Ende der Straße biegen Sie links ab, Atlantic Jade Weserport. Alles Q5s, die hier stehen. Und die neueren A6. Getränkedosen. Aha. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab, Pazifik Jade Weserbord. Dann fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, Jade Weserbord. Ja, Kombüse hier, ist ja nett, dass Sie das haben, aber die haben nur bis 14 Uhr auf. Das biegen ist auch, Sie rechts ab. Ja. Dann fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Die sollen wohl ganz gut sein. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Da kommt keiner. So, ab nach Baden-Württemberg, würde ich mal sagen. Die suchen noch das Gaspedal. Ja, wie fahre ich? Navi wollte mir vorschlagen A1 und dann A45 und die ganzen Schoten und dann darunter. Habe ich gesagt, nie im Leben. Ich fahre jetzt mal hier die A29, dann die A1, dann die A30 ein Stück, dann die A33, runter bis hinter Paderborn auf die A44, rüber zur A7 und dann die A7 komplett runterballern. Ja, so ist der Plan. Oh, Gegenstände. Oder was haben sie wieder? Ja, ich bin auf der 44. Ja. Stau Nummer 2. Naja, was heißt Stau? Angekündigt war der mit 10 Kilometern und 45 Minuten Verzögerung. Ja. 10 Kilometer stimmt. Aber Zeitverlust jetzt, weiß ich nicht, irgendwie so um die 14, 15 Minuten. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, oder wie war das? Ja.
drei weiteren ziemlich dicken Staus, ein liegen gebliebener LKW in der Baustelle, dann haben sich zwei PKWs ja, ungefähr so 30, 35 Kilometer weiter in der nächsten Baustelle getroffen, weil der eine den anderen irgendwie nicht reinlassen wollte. Ja, und so weiter und so weiter. Naja, erst wollte ich schon Raststätte Rhön raus, aber dann dachte ich mir, nee, dann hast du morgen früh noch so lange, dann musst du noch früher raus. Ja. Und jetzt fahre ich bis zur nächsten. Ich habe aber keine Ahnung, wie die heißt. Auf jeden Fall sind das noch ungefähr 22 Kilometer. Dann wird es auch Zeit, weil ich bin jetzt schon bei genau 3 Stunden 58 Lenkzeit. Das heißt, 32 Minuten da wie noch. Und Auftrag für morgen danach habe ich auch schon, weil die Büchse geht beim Kunden runter. Die bleibt da. Das ist direkt in Dornstadt, direkt neben DBI. So, das heißt, ich lasse die da runternehmen und die Firma fährt dann die Büchse zum Endkunden. Ja, kann ich sehr gut mit leben. Dann fahre ich einmal daneben an zu DBI, nehme 49er auf und fahre dann. Und fahre dann nach Amberg. 92er Postleitzahl. 9, 3 mal die 2, 4. So, da habe ich Ladetermin. Morgen früh 8 Uhr. Da habe ich gesagt, du, sorry, aber mein Düsenantrieb und die ist kaputt und meine Flügel sind irgendwie abgebrochen. Nein, nein, du bist da gegen Mittag angemeldet. Ja. Von dort aus, dann haben wir ja schon Donnerstag, habe ich dann nicht mehr ganz so viel Lenkzeit. Ich schätze mal, noch so um die 3,5 Stunden werde ich zusehen, dass ich die hochkomme. Und die Kiste nehme ich übers Wochenende mit nach Hause. Und fahre die dann am Montag nach Bremerhaven ins Eurogate. Ja. So ist der Plan. Bremste der mich doch echt glatt aus. Nee, nee, nee. Oh, mein Lämpchen geht an. Noch 15 Minuten Lenkzeit. Okay. Was haben wir? Nordsee. Aral. Cerveis. Ach, hier habe ich doch früher immer gestanden, als ich noch GLS-Ferntour mal gemacht habe. Noch für einen alten Auftraggeber. Das war eine coole Tour. Nach 200 Metern fahren Sie geradeaus. Das sieht aber gut aus. Da ist ja fast gar nichts los. Fahren Sie geradeaus. Ja, bleib locker. Bus frei. Bin ich ein Bus? Nein, bin ich nicht, weil hier noch so viel frei ist. Wäre hier alles voll, wäre ich ein Bus. Container-Tours. Wie Grün-Tours. Wir buchen, Sie fluchen.